Das will ich nicht durchschneiden. Ich habe so ein Gefühl, wir kommen hier noch nicht so. Wir kommen hier noch nicht weiter. Wer ist da? Du schon wieder. Okay, ich glaube, wir kommen hier noch nicht weiter. Wir kommen hier nicht voran. Wir sollen hier weg. Wir sollen hier erstmal mit dem Ruderboot wegfahren. Können wir. Ja, können wir zum Strand. Zurück zum Strand. Wir haben doch jetzt im Inventar den Passierschein hier. Das ist der Schein, mit dem wir in der Stadt weiter können. Da können wir noch in dem Laden was essen geben. Vielleicht ist das hier erstmal eine Idee. Vielleicht kommen wir da erstmal weiter. Jetzt haben wir das doch eine offensichtliche Lösung, die wir jetzt schon haben. Dann können wir. Müssen wir doch nicht an Stellen rumhängen, wo wir noch nicht wissen, wie wir weiterkommen, sondern schon erstmal dort weitermachen, wo wir es schon haben. Wo wir schon die Idee haben, wie wir weiterkommen. So. Machen wir uns mal auf die Reise zurück in die Stadt. Ach, das ist die Gefahrenbucht. Interessant. Die Gefahrenbucht. Interessant. Festung. So, wir wollen nach Puerto Podo. Schnellreise. Ach so, kommen wir jetzt auch in die Gefahrenbucht. So. Wir haben doch jetzt einen Reservierungsbeleg. Damit können wir hier zu dem Affen ran. So. Haben Sie eine Reservierung? Allerdings. Ja, ich habe eine. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Mrs. Kriegwut. Aha, Mrs. Kriegwut bin ich also. Okay. Ruhiger Stammkunde. Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Oh! Oh, Schreck. Es ist einer aus LeChucks Skeletthorde. Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich. Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt. Oh. Nein. Genau, mit ihm, nein. Oh, das Messer. Das nehmen wir mal mit. Das können wir noch gebrauchen. Eine Clubkarte haben wir auch. Sehr schön. Ach, gab es da nicht. Da gab es irgendwo eine Stelle, wo wir nur mit Clubkarte hinkommen. Ja, hinten dort am Strand. Da kommen wir auch gleich hin. Da kommen wir jetzt mit Clubkarte hin. So. Willst du noch was zum Mitnehmen? Ein Button. Da steht. Fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Macht Sinn. Das möchte ich nicht. Sparmenü. 2 Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Tja. Blondbart Superkohl. Unsere eigene Mischung aus geschnetzelten Palmwedeln und Seetang. Interessant. Darauf möchte ich nicht kauen. Tja. Scheußliches Porträt. Das Teufelshühnchen. Aha. Das möchte ich nicht. Hühnchendämon, ich rüge dich. Tja. Komm mit dir nochmal reden. Entschuldigung, aber. Was bist du nur für ein glücklicher Pirat? Ich? Du hast Gold entdeckt, Junge! Habe ich? Gold entdeckt? Gold, Gold, Gold! Goldene Hühnchennuggets! Oh. Ein Schatz frisch aus der Tiefkühltruhe. Nun, das nehmen wir doch mit. Kann dir der nette alte Captain Blondbart zu essen bringen?
Hätten die goldenen. Ja, die goldenen Hühnchen noch, die können wir doch mitnehmen. Wenn das Gold ist, können wir doch. Das braucht doch der eine aus dem Friseursalon, der will Schätze sehen. Käsetoast, haben Sie welchen? Ich fürchte, dieses feine und preiswerte Gericht ist aus. Eigentlich habe ich gar nichts mehr. Kein einziges Schenkelchen ist übrig. Alles, was ich noch habe, sind diese Biscuits. Und ein paar Bottiche unseres besonderen Ipecac-Salats. Na, wie ist der Ipecac-Salat? Nicht schlecht. Aber nach 15 Minuten hast du wieder Hunger. Glaube ich. Schönen Goldzahn haben Sie da. Ei! Es glänzt wie die goldene Schicht aus Fett auf meinem köstlichen gebackenen Hühnchen. Das Geschäft muss gut laufen, wenn die Hühnchen ausverkauft sind. Ausverkauft? Ich habe nie etwas von ausverkauft gesagt. Was ist denn dann mit all ihren Hühnchen passiert? Es ist eine in Schrecken getauchte Geschichte, in Wahnsinn mariniert. Dieser Schrecken streift durch den Dschungel von Plunder Island. Ein 7 Fuß großes Monster ist er. Und er hasst alle Menschen gleichermaßen. Seine übernatürliche Wut brennt heißer als die Kohlen, die man braucht, um 1 Million seiner Sorte zu rösten. Er ist El Pollo Diablo. Das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen! Das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen. Mich hasst er am allermeisten. Und seine Rache an mir ist bestimmt geschmackvoller als mein herzhafter Eingeweide- und Kruste-Party-Mix. Was hat es getan? Er hat alle meine Hühnchen freigelassen. Hat sie in die Wildnis zurückgebracht, damit sie durch den Dschungel streunen, wie die Mutter Natur es wollte. Und jetzt habe ich einen großen Auftrag zu erledigen und keine Hühnchen dafür. Aber ich weiß, er ist mit mir noch nicht fertig. Mein Geschäft zu ruinieren war nur der erste Schritt. Eines Tages wird er zurückkehren. Meinetwegen. Aber merke dir, ich bin bereit! Und mit einem 7 Fuß großen Hühnchen wird mein Geschäft wieder aufblühen! Tja, also. Haben Sie Lust, meiner Mannschaft beizutreten und nach Blood Island zu segeln? Was? Ich soll meinen Laden unbewacht lassen? Nun, du heimtückischer Gauner! Du hast Glück, dass ich nicht meinen Schneebesen raushole und dich aufspieße! Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich habe nur gefragt. Entschuldigung, ich bin so gereizt wie ein gestrandeter Wal in Nantucket. Sieh dir nur an, was die Furcht vor diesem dämonischen Geflügel meine Nerven angetan hat. Faule spielt Among Us. Among Us. Interessant. Muss ich auch mal wieder spielen. Tja, also ich glaube, bei dem kommen auch nicht voran. Wie lange haben Sie schon keine Hühnchen mehr? Wochen. Vielleicht Monate. Und es ist nicht der geschäftliche Verlust, der mich am meisten trifft. Nein? Ich vermisse den Geschmack meiner Hühnchen. Du kannst in der ganzen Welt essen gehen, aber du wirst nie ein Aas-Gourmet sein, bis du meine leckeren Jungvögel probiert hast. Sogar jetzt habe ich Sehnsucht nach meinem gaumenbegeisternden Geflügel. Ah, ich kann es schmecken. Meine knusprigen, panierten Schnäbel. Es gibt nichts wie dieses herzhafte Knacken dieser gebratenen Juwelen. Ist das nicht ein bisschen hart für die Zähne? Ei, aber die Herausforderung alleine macht schon die Hälfte des Essgenusses aus. Jetzt, wo ich die Gedanken an diese knusprigen Hühnchenextremitäten im Kopf habe, werde ich mich nach diesem Knuspern verzehren, bis ich etwas bekomme, das meine Zähne knacken lässt. Aha. Ich lasse sie jetzt weiterarbeiten. Ei. Aha, ich habe einen Plan. Man braucht was, das seine Zähne knacken lässt. Wer ist denn damit? Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke Ihnen. Autsch! Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Den hast du aber noch. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun, auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was tun. Jetzt hat er nur noch 2 Zähne. Er hat seinen Goldzahn verloren, aber können wir den Goldzahn nehmen oder Kaugummi vielleicht? Mögen Sie einen Kaugummi? Danke. Das ist wirklich guter Kaugummi mit Steakgeschmack. Von der einen Backe in die andere Backe.
Okay, warum haben wir seinen... Oh, sein Zahn. Ich will meine Hände nicht mit Kaugummi verkleben. Nein, nicht. Goldzahn. Sie kleiner Schlingel. Da haben Sie dem alten Captain Blondbart aber einen lustigen Streich gespielt. Ja, sicher. Da haben wir doch schon einen wertvollen Schatz, den wir mitnehmen können. Den können wir dem einen Dingens geben. Ansonsten können wir jetzt auch in den Club rein. Da, wo wir vorhin nicht, wo wir letztes Mal nicht reingelassen wurden. Zur Cabana. Da können Sie nicht lang gehen. Das ist nur für Mitglieder. Ich bin Mitglied. Entschuldigung, meine Karte. Nun, ich bin mir sicher, dass da etwas nicht ganz richtig ist. Sie sind schlampig. Und dennoch habe ich eine Mitgliedskarte. Lassen Sie mich sehen. Die muss am Morgen nach der Weihnachtsparty im Büro genehmigt worden sein. Ja, und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein, das dürfen Sie nicht. Aber ich habe eine Karte. Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein! Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Ich nehme mein Handtuch mit. Nett flauschiges Handtuch. Nein. So, wir haben ein Handtuch, ein trockenes Handtuch im Winter. Ein Kernwürstchen. Nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Okay, dann halt nicht. Ab zum Strand. Okay. Sonnenanbeter. Untersuchen wir ihn. Autsch! Oh, heiß! Oh. Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Okay. Müssen wir die Löcher am Schuh flicken. Tja, ich habe keine Idee womit. Wir haben ein gezapptes Brotmesser. Dann können wir jetzt, ich glaube, damit kommen wir erstmal hier weiter. Auf zur Gefahrenbucht. Ich habe da so eine Idee. Können wir dort erstmal vorankommen. Auf ins Boot. Vielleicht können wir jetzt die Planke. Sehr schön. Dann müssen wir nicht mehr über die Planke. Sehr gut. Ich brauche die Planke nicht. Na dann. Wer ist da? Schon wieder an Bord des Schiffes geschlichen. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber das nächste Mal, dass du über die Planke läufst, wird dein letztes Mal sein. Wie bitte, Kapitän? Vandalen? Jawohl, Sir. Teer und Federn. Ich weiß, dass es Dreck macht, aber es ist die einzige Folter, die noch übrig ist. Unser berüchtigter Kapitän Vandalen hat beschlossen, dass du gefedert wirst. Natürlich, jetzt werde ich geteert und gefedert. Das ist ja viel besser. Wo bleiben die Federn? Ah, das wird sehr schön. Sein.
So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Okay. Wir sind geteert und gefedert. Vielleicht können wir jetzt... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, aber... Einmal zurück zum... Aus dem Hühnchen, Mann. Haben Sie eine Reservi... Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. Heat Chicken now. Ja. Wir sind das Monsterhuhn. Ge? Es ist El Pollo Diablo, das dämonische Riesenhähnchen aus Puerto Pollo. Es hat dir nicht gereicht, alle meine Hühnchen freizulassen und alle meine Kunden zu vergraulen, was? Das stimmt. Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf. Oha, ein Kampf. Dieses Hühnerfett hat alle Federn abgewischt. Wie sind wir hierher gekommen? Ich halte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner. Das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChimp. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine winzige Schwäche. LeChimp? Der Kapitän ist ein Affe? Also wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Oder auch bitte, Kapitän, Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Der Captain ist ein Affe. LeChimp. Aha. Ich dachte, LeChuck wäre hier der... Der entsprechende gewesen. Nein. Okay, wir haben ein Bullauge. Da kommen wir hinaus. Es ist Mr. Fossi, der erste Mart. Mr. Fossi und LeChimp. Es ist der furchteinflößende Pirat LeChimp. Gekocht und Luefarando. Sieht wie Kartoffelbrei aus. Nun, das sind eine Menge Preiselbeeren. Eine Schale voller Bananen. Für einen Affen. Ich wusste nicht, dass Mais in den Tropen wächst. Es ist eine richtig anrüchige Brühe. Eine Karaffe mit Balsamessig. Salz und Pfefferstreuer. Ein Stück Butter. Hübsches Gedeck für einen Gorilla. Ich muss diese Biskuits irgendwann mal probieren. Meine Lieblingssorte. Plünderbrot. Zwei Eintrittskarten für das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste. Oh, eine Porzellanvase. Ich mag dieses steife und überzogene Theaterzeugs nicht sonderlich. Außerdem, wenn ich das Theater betreten will, kann ich immer den Bühneneingang benutzen. Okay. Nein, das Korn ist voll Fett und Butter. Ich mochte Preiselbeeren noch nie und ich gedenke nicht, jetzt daran etwas zu ändern. Mir ist nicht nach Bananen. Ich habe gehört, dass Gorillas recht empfindlich sind, wenn es um den Diebstahl ihres Essens geht. Das möchte ich nicht. Wenn ich die mitnehme, schmilzt sie in meiner Hose. Ich will keine Kekse von einem Gorilla. Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein Laib Plünderbrot vorstellen. Mhm. Ich vermeide Salz, wenn möglich, und verwende nur frisch gemahlenen Pfeffer. Natürlich. Ich will nichts haben, das so stinkt. Ich glaube, ich lasse das hier. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erkläre es später. Aha. Wenn er merkt, dass ich hier bin, tut er mir vielleicht etwas noch Schrecklicheres an. Besser nicht. Mir ist nicht nach Bananen. Nein. Es ist aus Porzellan. Okay, wir müssen raus. Es hat Platsch gemacht. Ja. Okay. Wir sind wieder an Land.
Wir haben Hühnerfett, vielleicht können wir... Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Vielleicht können wir irgendwas hier... So. Jetzt haben wir ein Boot. Was tun wir nun? Nochmal zurück zum Strand. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir dort an Bord irgendwas machen müssen. Nee, in der Stadt haben wir hier nichts mehr. Am Strand kommen wir nicht mehr weiter. In der Stadt auch noch nicht, das ist Blödsinn. Ich gehe nochmal an Bord. Vielleicht können wir doch irgendwas noch machen. Geredet haben wir mit allem noch nicht. Mir ist nicht nach Früchten. Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn nie vorüber? Ich mag nicht auf etwas herumkauen, auf dem ein Gorilla gesessen hat. Mir ist nicht nach Bananen. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Aha. Wenn er merkt, dass ich hier bin, tut er mir vielleicht... Ich will keine Biscuits von... Das hatten wir alles schon. Das ist auch beim Anschauen. Ich muss diese Biscuits irgendwann mal probieren. Okay, das haben wir, glaube ich, sogar schon gemacht. Habe ich nur vergessen. Mit der Hand vielleicht. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir als sind ob alle. Das Buch das jetzt... Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem Sie Elaine vergraben haben. Eine Karte. Folgt dem Pfad mit offenem Auge zum X. X markierte Stelle. Aha, okay. Sehr hilfreich. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Wir haben jetzt eine Schatzkarte, auf der draufsteht, dass das X die Stelle markiert. Ja. Hilfreiche Karte. Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Okay, können wir hier ein bisschen was mitnehmen? Ich will kein weiteres Biscuit. Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein... Nein, das Korn ist voll... Ich mochte Preise... Ich bin momentan nicht... Mir ist nicht nach Bananen. Ich will nichts haben, das... Ich glaube, ich lasse das... Ich vermeide Salz, wenn möglich, und verwende... Noch mehr Porzellan! Ich mag dieses steife und überzogene Theaterzeugs nicht sonderlich. Außerdem, wenn ich das Theater betreten will, kann ich immer den Bühneneingang benutzen. Nein. Nein. Können wir hier nichts mitnehmen? Okay, Nein. Na dann, jetzt aber. Zurück in die Stadt.
Stadt. Okay, wir haben jetzt die Karte. Oder sowas in der Art. Wir haben jetzt einen Schatz. Jetzt brauchen wir nur eine Geschichte, eine Abenteuergeschichte. Ne, jetzt müssen wir den einen noch beleidigen. Ne, die Karte haben. Achso, die Karte, die brauchen wir für das. Jetzt brauchen wir eine Crew, ein Schiff. Ein Schiff haben wir vielleicht schon. So noch. Wir haben einen Schatz. Was? Sekunde, ich geh nochmal hin. Was brauchen die nochmal? Die Kollegen, um uns im Team ist dabei zu sein. Eine wollte einen Wettkampf machen, der andere wollte beleidigt werden von uns. Und der andere, der wieder andere, wird, glaube ich, eine Geschichte hören. Einen Schatz sehen wollte einer. Ich glaube, der wollte einen Schatz sehen. Ich will ihn nicht umhaben. Nee, ich hab einen Schatz. Sieh dir das an. Ist das echtes Gold? Sieht so aus, als könntest du tatsächlich Schätze finden. Also kommen Sie in meine Mannschaft? Sicher, solange meine Partner mitmachen. Ich brauche noch zwei Seeleute für meine Mannschaft. Ihn müssen wir beleidigen können. Hühnerfett. Ich glaube nicht, dass er das... Tja, also... Mein Bauchrednerbuch vielleicht? Ich habe nichts zu sagen. Tja, okay. Hier waren wir heute noch nicht drin. Oh, Affen. Dann falle, Cäsar. Danke, danke. Oh, ich kann einfach nicht hinsehen. Ja. Was? Sag nicht, wir konnten die ganze Zeit die Treppe. Die Treppe hinauf. Muss wohl diese verkommene Verkabelung aus dem 17. Jahrhundert sein. Warte mal. Können wir da jetzt so erst Affe hinauf? Hat an diesen Schaltern herumgespielt. Oh nein, ein Schalterrätsel. Button. Hebel. Das ist es. Dort muss Elaine begraben sein. Das ging ja schnell. Und jetzt? Das war ein schnelles. Ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet. Scheiterrätsel. Wie wäre es mit verblüffender Jonglierkunst? War das jetzt wirklich schon, nicht im Ernst, oder? Wir haben... Sekunde, vielleicht steht jetzt was auf der Karte. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. War es das jetzt schon? Haben wir jetzt hier... Okay, jetzt kommen wir hier nicht hoch. Jetzt wissen wir, wo wir lang müssen. Jetzt haben wir... Aha. Okay. Das war das Schalterrätsel. Sehr schön. Na dann. Zum Friseursalon. Können wir den noch irgendwie überzeugen? Reden wir nochmal mit ihm. Sind Sie sicher, dass Sie meiner Mannschaft nicht beitreten möchten? Ich habe es dir gesagt. Nicht bevor du mich genügend beleidigt und in einem Duell besiegt hast. Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Okay. Vielleicht können wir ins Theater rein, da irgendwas veranstalten. Es ist abgeschlossen, weil die Vorstellung schon begonnen hat. Ist dies ein Dolch, den ich vor mir sehe? Okay. Nein, es sind drei. Seht, wie ich mit diesen Messern jongliere. Mit hohem persönlichen Risiko für mich selbst. Und für euch, wenn ich abrutsche. Er ist ein großartiger Jongleur, aber ich wünschte, er würde von der Bühne verschwinden, damit ich Elaine ausgraben kann.